Immer auf der anderen Seite lang. Immer hier lang. Jetzt gucken wir doch schön mal. Zack. Das ist. Ja, jetzt, weil ich noch ein bisschen Zeit habe, gehe ich jetzt doch nochmal einmal komplett rum, mache jetzt die letzte Ebene auch nochmal zu Eisen. Und übrigens beschäftigt hier long, long, long. Das lang bezahlen. Wer schleicht hier rum und bringt Leute um? So. Okay, ich muss sie umbringen. Du kannst nirgendwo hin. Du gehörst mir. Hey, ich seh dich. Wo kommst du denn her? So, guck mal, die Mutti haben wir bis ins Tal runtergejagt. Da jagen wir gerade nochmal einen Header rein und dann kann sie wieder runterpurzeln. So. Da ist noch eine. Jetzt ist sie über den Schuss gesprungen. Habt ihr das gesehen? Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Leute, uns geht die Zeit aus. 1:30. Ich wollte gerade sagen, 1:30, ja. Ne? Wir müssen mal. Warte mal, Kuli, Achtung, ich guck mal, ob ich den Boden und sonst ganz wegspringen kann. Ja. Lege Sprengladung. Okay. Back. Pippin hat Leute, haltet euch bereit. Kack! Von wo aus? Hab einen. Natürlich, ne? Da war der mit der Pumpe, ne? Mhm. Bombenraum, sagt er. Was meint er mit Bombenraum? Chrysanthemen, Baumwolle, Golden Rod. Das nehmen wir jetzt mal alles mit. Das gehört nämlich zu diesen Dingen, die ich pflanzen möchte. Ich habe schon eine bestimmte Idee, einen Gedanken, wie ich das hier handhaben möchte. Hilarus, du alter Sack! Deine Tage sind gezählt! Keine Angst! Für dich habe ich noch genug übrig! Du bist lahm und schwach! Du kannst kaum schlagen! Nur noch ein Gegner übrig. Rechts von dir, Martin. Ja, ich weiß. Ach, der wurde nicht gerettet. Schärfer platziert. Ja! Schön. Heimlich! Heimlich! Aus Provokation zu! Da darfst du nicht wegrennen!
Achso, man muss sogar noch entschärfen, ja? Bombenentschärfungsgerät. Ja, geil! Gerät. Schön! Mission des eigenen Trupps erfolgreich. Dazu kann man jetzt als allererstes mal sagen, das ist getestet worden, mehrfach, und da gibt es auch Stellungnahmen zu YouTube zu. Es ist keine Möglichkeit bekannt, bestehende YouTube-Videos zu hacken. Das ist so die erste große Panik, die da verbreitet wird im Internet. Passt auf, was die Kinder gucken. Diese Challenge könnte plötzlich in sämtlichen Videos auftauchen. Das ist teilweise teure Dinge, die wir hier haben. Da, jetzt kommen hier die billigen. Da ist mal wieder was Gutes. So. Weg damit, weg damit. Hau die ganze. Da ging es irgendwie um eine Frau, die sich lang und breit darüber beklagte, dass sie auf der Arbeit diskriminiert wird. Es gab da so ein paar Sachen, wo ich sagen muss, ja, das waren so ein paar Fehltritte, würde ich beinahe mal sagen, die ich jetzt gar nicht als Diskriminierung interpretieren würde, nur als Unbeholfenheit, Taktlosigkeit. Oje. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun. Der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Hier steht ein Maschinengewehr mitten im Raum. Die Gegner kamen. Hatte ich für keine gute Idee. Und spreng mich, komm! Jawoll, geil! Mal diese Aufopferung, dieses Ambienz. Also ein Bombe. Da denke ich mir wirklich ganz, ganz im Ernst, was ist denn falsch in dieser Welt? Was ist denn falsch mit den Leuten? Erstens mal sowieso, ich lese ja auch immer wieder die Entrüstungen gegen Postillon-Nachrichten, wo sich auch mal fürchterlich aufgeregt wird. Und wie kann man das tun? Und das Satire darf alles und das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden, sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich, aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Und wenn wir im Allgemeinen einfach mal aufhören würden, alle zu bierernst zu nehmen und alles persönlich zu nehmen, dann gäbe es, glaube ich, auch weniger Beleidigungen, weniger Diskriminierung. Denn es würde einfach nicht mehr funktionieren. Das ist aus ihr geworden.
Hat die da hinten am Rücken einen weißen Abdruck? Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich habe, was ich brauche. Ja. Ich habe immer, was ich brauche. Ich habe schon so viel. Sicher, und das wird auch wieder ein episches Ende. Ich wollte gerade sagen, Hen und Koli eliminieren sich gegenseitig. Atma versagt am letzten Gegner durch Tyram. Ne, Gegner versagt an Atma durch Tyram. Ja, komm, eine Gegner, dann ist elf. Gut. Weißt du, auch gegen Atma, da schieße die total ungenau. Bei mir direkt hätte. Vielleicht sollte ich nicht so ein grelles Gelb anziehen. Du musst enger mit Tyram zusammen anfangen. Nur noch ein Viertel der Nahrung, wir ernähren nur noch ein Viertel der Menschheit. Der Rest geht da drauf. Das stoppt übrigens die menschliche Überbevölkerung, die das eigentliche Problem an allem ist. Ja. Aber so, wenn man das so mathematisch betrachtet, genau. Und jetzt würde ich halt gern echt mal so Leute, die da auf der Straße demonstrieren gegen die Massentierhaltung. Ich möchte damit auf keinen Fall sagen, dass ich Massentierhaltung gut heiße. Das nicht. Und da wacht auf dem Karren hinter euch mit einem lauten Nieser der Ork auf. Oder besser, der Halborg. Jetzt, wo die Tore während des Kampfes auf diesem Karren geschlafen. Jetzt, wo alles vorbei ist, jetzt wird der gar endlich nicht wach. Oh Gott. Haben wir Bier auf dem Karren? Ja. Das andere Zeug, Ale, haben wir. Finger weg von den zwei Fässern Ale, die müssen wir abliefern. Ja, kein Ding. Zack. Zack. Was machst du da? Deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Re wird deine Felder fruchtbar machen, Sinny. Wolltest du gerade was von meinem Position-Gerät? Habe ich das richtig gehört? Bitteschön. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefriss kämpft mit euch. Hotefriss? Kreissägetisch, den wir bisher noch nicht haben, den ich mir aber mit Sicherheit auch noch holen werde. Kommt Zeit, kommt Kreissägetisch, ne? So. Ich nenne es das Gemüserad. Und ich möchte es bitte frei halten von solch Individuen, die sie da hinten rumliegen und nicht sterben wollen. Will noch nicht sterben. Jetzt wollte er sterben. Danke, das war der Letzte, der mir gefehlt hat. Na, das gibt's nicht. Es war nur... Oh fuck, kannst du mich noch heilen? Ich habe mein Zeug abgeworfen. Ja, nicht da, wo du liegst. Du liegst nämlich immer noch voll in deren Schusslinie. Scheiße. Komm zum Baum, dann geht. Nee, ich weiß, wo die sind. Die sehen uns da. Oh. Ich bin jetzt gleich tot. Scheiße. Time to... Das sind aber auch die Millimeterangaben. Echt? Fuck, ich hab meine Medikits da vorne abgeworfen. Da liegt einfach so eine Reihe. Das ist da so komisch. Das ist ja nicht krasser wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Das ist ja so seltsam. Schatten wirft. Ja, also was war das? Firestarter. Klassiker von 96, The Prodigy. Also so eine sehr seltsame
Ja, im Grunde genommen war es eigentlich. So. Das ist eine sehr bergige Ecke hier. Gemeinsam fangen wir jetzt an. Gemeinsam. Die beste Voraussetzung für eine Love-Party! Ja. Also mein Zimmer ist großartig, okay? Nimm Pippin eine große Runde Rage of Empires. Witz! Rage-Witz! Rage-Witz! Na 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 Rage-Witz! Ende Februar, Leute. Wird kommen. Gegebenenfalls auch Anfang März. Wird auch kommen, kurz danach. Kommt ihr Rechnerlein. Da ist auch wieder Kohle drin. Das ist interessant. Das ist jetzt irgendwie so eine Kohleader, zieht sich jetzt halt einfach irgendwo durch den Berg, ist nicht mehr, offensichtlich nicht mehr ein eigener Block, wie das mal war. Es ist ja, wenn man bisher auf Kohle gestoßen ist, dann hatte man so einen Block, wo doch. Das ist ein schwieriger Schuss. Aber geht. Gerade so. Ist auch der weg. Steht da drüben noch einer. Ah, da fällt mir ein, ich könnte die auch steuern. Erde davor liegt. Ach komm, hau weg jetzt. Die Scheiße. So, dann funktioniert das wunderbar. So, da ist es einigermaßen tief eingesetzt, würde ich sagen. Zack. Das werden wir von oben ordnungsgemäß auch wieder zumauern. Okay. Das war einer. Jetzt zur Nummer zwei. Gut, 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 gut. Die anderen sind jetzt wieder viel weiter da. Ich kann sowas nicht immer einfach so... Raus. Tschüssikowski. Nicht rausgehen. Ich habe immer so Angst, mich zu bewegen. Denn immer nicht weiß, ob jemand in der Nähe ist. Hast du gerade einen Hund weggejagt? Ja, witzig. Ja, das muss man einfach mal gemacht haben. Verstehe ich. Ich auch schon. Ach ja, da waren wir schon. Waren wir schon überall gewesen, kennen wir alles schon. Ist bekannt. Ja! Ich einfach nur sterben, das kann jeder. Nein. Brutal wegsplattern. Ab. Oh. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Lass dich mal an. Komm raus, wenn du ein Mann bist.
So, einfach im Schutz des Sturmes an allen vorbeiziehen. Gehen wir noch mal im Feld gucken, ist es möglicherweise noch zu früh dafür, aber wer weiß es ja nicht. Mal gucken, ob sich was getan hat. Die Potatoes sind noch am Growen, der Korn ist noch am Growen. Aloe Vera growt, Cotton growt, die Chrysanthemen growen definitiv auch, der Goldenrod growt und der Kaffee growt. Sowieso. Griechischer Abschaum! Keine Chance gegen den! Deine Zeit ist um! Gott, mich verfolgt ein Grammophon, Hilfe! Stehen bleiben! Den Schaden müssen die bezahlen! Dafür müssen die aufkommen! Bom-bom-bom-bom! Das ist wie diese Mariachi-Band, die als überall hinterher rennt. Ja. Da ist wieder Sand. Ja, ich habe schon an den entsprechenden Richtigstellen eingespart. So, zwei Leute ohne Werkzeuge. Zwei Werkzeuge sind eingelagert. Das war wunderbar. Das Problem hat sich dann damit eigentlich auch wieder gelöst. Mein Hauptproblem jetzt ist, dass ich zu wenig Leute habe und dass jetzt momentan hier auch irgendwie keine Kinder nachkommen. Dass ich jetzt lauter alte Säcke habe, die hier so Stück für Stück langsam wahrscheinlich wegsterben. So. Wir haben einen neuen Schnellreisepunkt in einem neuen Gebiet. Sehr schön das. Ich würde jetzt ganz gerne eigentlich nicht ins Wasser springen. Macht's, glaube ich, keinen Sinn, so tief zu bauen, dass das Auto hier quasi reinpassen würde. So. Wusste ich doch. Ich habe so lange Zeit gebetet. Meine Liebe. Der Priester sagt, ich solle mich entspannen. Wir stehen. Oh, jetzt habe ich hier noch zwei heiße Frauen. Ah, du riechst nach Meer. Die hohe See hat mich in Beschlag genommen, aber jetzt bin ich dein. Vorsicht!
Nein, 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 nein. Ach, ey, wenn der auch so hoch springt, hast du halt auch keine Ahnung, wenn du... Ach Mann, das ist doch alles Rotz, was der da wieder gemacht hat, ey. Der springt halt über alle Bahnen drüber hier. Gott, ey. Nein! Ach, fick! Ah! Ach, das gibt's doch nicht. Dann ist er nicht gesprungen. Entspannen Sie sich, Spiel. Zack. So. Perfekt. Diesen Sturz hier oben werden wir einfach dann irgendwie, wenn wir mal gucken, dass wir dieses Muster finden, werden wir bemalen. Genauso wie diesen Sturz. Die Decke lassen wir so, wie es ist. Und guckt euch das mal an. Das sieht doch schon richtig nice aus, finde ich. Das gefällt mir gut. Zu diesem Design. Stabil ist es gleichzeitig auch. Hier. Septimius war schneller. Lustig, wie alle großen Männer irgendwann zu Wurmfutter werden. Das hier begräbt all unsere Ambitionen. Nein, nein, das kann nicht sein. Wo ist Cäsar? Alle noch am Leben? Ja. Ich bin noch am Leben, aber die Ecke gefällt mir gerade nicht, wo ich hier irgendwie... Ja, fuck, aus dem Off kommen die. Die sind auch noch draußen hinter dem Stein, das gibt's doch nicht. Dieser fucking außerhalb des Kreiscamper. Seh die nicht mal. Ja, warte mal, ich geh mal auf Zuschauen. Wen hab ich denn hier? Pippin, wie kann ich denn zwischen Spielern wechseln? Bild ab, Bild down. Runter. Ah ja, genau. Ob sich was getan hat, so. Einen Eingang. Einen der vielen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir fangen vorne an. Maisstaude. Jawohl. Viermal Mais. Receipt. Corn Seed. Jahre vor Christus. Also gar nicht mal so lange her. Kämpfte ein Matcher namens Bajek für den Sieg Kleopatras. Ich habe nicht auf deine Göttin als Fracht. Bitte verzeiht. Es gibt weder König noch Königin auf dem Schiff. Nur Götter und Göttinnen. Ihr passt gut hierher. Alles Fremde und Schreckliche ist willkommen. Meine Quartiere sind nicht so komfortabel wie euer Palast. Komfort? Wir verachten ihn. Jetzt wollt ihr mich aber verarschen. Hau dir jetzt voll in die Seite und dann jage ich dir noch Brandbomben rein. Mach ihnen die Hölle heiß. Und jag dir noch ein paar Pfeile. Ah, da. Ah, jetzt, ja. Thank you.
Ja, erwischt. Nice. Oh, wie der geflogen ist. Sehr charmant, ja. Ganz schönes Canyon. Aber wie jetzt so die Übergänge waren zwischen einer extrem warmen Zeit und einer Eiszeit und so und das so vonstatten ging, können die vielleicht auch nicht immer so ermitteln. Und wenn es vielleicht irgendwie eine Zeit gab, gerade noch damals zu den Dinosauriern, zu der Zeit muss ja auch alles irgendwie noch, war ja wohl auch das Klima im Allgemeinen noch ein bisschen wärmer. Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. So, der finale Schlag. Und damit haben wir jetzt hier dieses Ding endlich abgerissen. Und alles nur, damit wir hier dann langfristig mit unseren Fahrzeugen gescheit die Straße langfahren können. So, schöne Garage. So, jetzt ist aber Tag und dann machen wir natürlich erstmal eine Baupause. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidige. Fuck, hinten! Ja, wir werden gerade von überall schon, tut mir leid. Ja, die Tür macht jetzt von meiner Seite aus, also ja. Von da oben. Wobei die aufgeschossen werden. Pippi, Mann! Zwei ausgenockt! Pippi, zieh dich zu mir zurück! Zieh dich zu mir zurück! Zwei ausgenockt! Schneller! Hier am Stein ist gerade safe! Oben rumlaufen sie? Bei mir ist auch safe gerade. Wahrscheinlich. Weil da oben laufen sie alle rum. Ja, der erste ist umgefallen. Da geht's nämlich schon wieder los mit dem Schwachsinnsloot. So, mit was haben wir uns denn jetzt kürzlich wieder beerdigen lassen? Sagen Sie mal. Das war ein ganz reicher gewesen. Hidden Strike. Mach ich denn das jetzt am besten? So. Den kann man aber eigentlich erst nochmal bei dem einschiffen. Ptolemäus Männer brechen durch. Nein, wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Cäsar. Alle ihr Jagter Est, komm, wir ziehen auf das Schlachtfeld. Mechai, decke den Rückzug. Bleib liegen.
Was ist denn hier in der Wüste los, sag mal? Also in den Rock geguckt. Viechzeug. Sag mal. Hier gehe ich die Party gerade. Bleib liegen. Klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siva. Fuck. Warte mal, ja. Bleib doch mal hier, Mann! Keine Wand, Alter. Ja, komm, oh, die haben uns dermaßen gestürmt gerade. Ja, die haben uns komplett überrannt. Mich auch, ich hab den einen noch versucht niederzuschießen, keine Chance. Ich hab alle Leute bei Martin einer weggerannt. Ja, ich bin jetzt extra gerade, weil cool. Ich bin gerade ums Haus zum rumgegangen, da waren sie genau vor mir, da haben sie mich schon gesehen gehabt. Jetzt wollte ich ins Haus zurück, dass sie nur von einer Seite kommen können, da waren sie schon am Haus. Müsste der da sein? Ja, perfetto. Genau, damit ich nämlich hier mal... ...das hier mal auch anpasse. Ach so. Ach, ich muss sowieso alle erwischen. Alle! Ach du Kacke. Beim das sind Gennadius Philaketai. Das ist das Waffenlager, von dem Phanus erzählt hat. Beim ersten Mal war ich noch weniger. Viel zu schwach. Hey. Oh, bin ich nicht mehr. Ein Dolmetscher, der sich neben den Vogel sitzt. Er ist so weit stabil, er spürt da recht. Papageien-Seelsorger. Gibt ihm jetzt noch die letzte Ölung. Weißt du, Timo macht sich voll Sorgen, seine Freundin auch. Er macht sich schon drüber lustig. Das sind die Psychologe, ist auch schon unterwegs. Der Flügel wird ja einfach mit Gaffer. So, es ist Tag. Wir haben eine Snipe mit einem Vierfach-Scope. Wenn ich jetzt mal bitte einen Zombie hier irgendwo erspähen würde, dann sollen wir gleich mit dem Scope spähen. Gehen wir oben auf den Berg. Hä? Jetzt mal nur hier auf den Berg, jetzt nicht auf den Turm. Das ist mir jetzt zu weit. Von hier aus können wir schön ins Tal gucken. Ich bin nur ihr Werkzeug. Beschütze sie vor dem römischen Abschaum. Du hast einen Römer ermordet, weil er Katzen tötet? Das gibt einen Aufstand in Alexandria. Bastet selbst nahm Rache durch meine Hand. Ich bin nur ihr Diener. Ich kenne jemanden, der deine Hingabe zu... schätzen wüsste. Es wäre das Beste, wenn du Bastet in ihrem Tempel im Bubastis dienst. Ich diene Bastet schon mein gesamtes Leben. Es wäre mir eine Ehre, mehr für sie zu tun. Geh vor. Ziemlich geil. Mutti, bleib liegen. Du am besten auch. Du bleibst liegen. Du bleibst liegen. Du bleibst... Willst du mich verarschen? Ich will die ganze Zeit hier meinen Schüssen zu entgehen. Hi, Dui. Was ist das für ein Benehmen?
Wenn ich sage, stirb, dann stirbst du. Aber wir gehören hierher. Endlich. Genau. Jemand, den wir töten können. Hab dich. Lässt du bitte schön meine Frauenruhe? Was ist das für ein Benehmen? Hör auf zu zappeln. Du überlegst so nah. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Der ist jetzt in der Calzone-Packung unterwegs nach Wallow. Ja. Das richtig verstanden gerade. Ja. Mit Blaulicht. Mit Blaulicht. Sie hat der Karton der anderen Familie braucht ihre Freundin wieder. Es geht ja um das Leben meines Wesens. Ja, aber sie braucht den Karton. Ja, eben. Jetzt sind ja auch noch die Feuerwehr rufen und dann sagen, nö, ja, also den Karton nö. Brauche ich. Wie gehen wir denn rein jetzt? Also jetzt mal kurz in bin hier unten. Ja, komm mal hier zum gibt doch was. Bist du denn? So, ich bewache jetzt hier schon mal so ein bisschen die Treppe nach unten. Randalieren unter mir. Hier oben war nix. Ah, es war eine Garage und die haben gerade das Auto unter mir, glaube ich, in die Luft gejagt. Die Idioten. Ihr seid echt zu blöd zum Scheißen. Batz, sind sie wieder runtergefallen. Das Gewölbe öffnet sich! Entdeckung! Da, das Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist. Bei, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Wer könnte sich ein solches Land vorstellen? Kein Mensch sollte den Göttern so nahe kommen. Ja, kommen Sie rein, können Sie ausschauen. Ja, sieh mal eine an. Wer bist denn du? Hältst du noch? Da will der immer noch was rum. Deine Güte. Ja, komm rum. Hier bin ich. Guck, guck. Ach, da. Ach, Frank, du bist's. Hi. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul? Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxila, vom Land der Verrückten. Warum deswegen sollte Flavius das tun? Es sind arme Bauern aus Siva. Wow! Was? Was? Alter! Von wo? 15 Sekunden noch. Komm, Pipin, komm! Scheiße! Echt, aber von was wo denn, Alter? Mit der Pistole? Nee, also bei mir nicht. Bei mir hatte der ein Gewehr. Atma, hab ich dich gerade getötet? Ich weiß es nicht. Ich war ja, grad, es stand da, aber... Ja. Es geht. Hier geht's. Da geht's nicht. Steht was davor. Ja. Und damit ist das eigentlich alles dann erstmal für den Arsch so, ne? Damit funktioniert diese Seite nicht mehr. Damit funktioniert unsere Werbung nicht mehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, es ist aber auch richtig so. Wie kannst du? Steht da schon wieder einer an der Tür. Ja, ist ja auch direkt die nächste Schreierin gekommen hier. Ja. Ah, da, ach. Oh, oh fuck. Sorry.
Ich will, du bist mir sowas von in den Schuss gerannt. Ja, du, ich lauf doch zu der, um die abzuknallen. Da musst du doch jetzt nicht von da hinten die irgendwie abknallen. Aber dafür habe ich doch das Jagdgewehr, dass ich nicht erst hinrenne, Mann, damit sie schreit. Ihr seid die Besten. Ja, doch schon. Ich muss ihn ehren. Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Ich werde seinen Namen an jede Wand von hier bis Rom malen. Alle. Das lassen wir schön bleiben. Flavius Namen kennen. Flavius der Glänzende, der Goldene, der Erhabene, der Wohlwollende. Alle sollen ihn kennen. Flavius, Flavius! Bitte, seine göttlichen Füße stampfen einen Weg in Rom. Und das alle seine Gegner werden der fallen. Der da unten. Gestoppt hat. Und das hat natürlich vielen Leuten nicht gepasst, weil es in vielen Fällen natürlich nicht gerechtfertigt war. Also gab es Klagen und Widersprüche. Und zwar so viele, dass sie mit der Bearbeitung nicht hinterherkamen, weshalb sie gesagt haben, das, Leute, das klappt so nicht, wir müssen einfach aussortieren. Sonst kommen wir hier mit diesen ganzen Sachen nicht mehr hinterher. Das war dann der Punkt, wo es die ganzen kleinen Kanäle gekostet hat, wie zum Beispiel auch mein Holzgerüst, ein riesiges, fettes hier aufgebaut, wo sie die Steine drauflegen konnten. Bis oben hin. Hier oben wurde dann der obere Keil reingedrückt, bis dieser gesamte Bogen auf Spannung stand. Und dann konnte das Holzgerüst unten drunter wieder abgebaut werden. Das bei jedem einzelnen Bogen. Erst das Holzgerüst drumherum, dann den Bogen rein, dann das Holzgerüst wieder. Also es war eine Riesenarbeit. Besser. Ja. Der Claymore vor das Fenster. Ja. Wenn er wieder outside gehen will, um dich zu kriegen. Jetzt rennt er um die Ecke. Wow. Nice! Respekt, Henne, Respekt. Geil, geil. Alter. Du bist das, Henne. Ganz, ganz groß. Alter. Das kann jeder Depp blöde Kommentare abgeben und alles besser wissen. Das liegt dem Deutschen im Blut. Aber gut. Ja, aber es funktioniert ja nicht mehr. Und das Originalvideo ist natürlich genau genommen auch geistiges Eigentum. Kann man auch nicht machen. Man kann allgemein. Ja, das ist auch schwer abschätzbar, aber jetzt steht er. Sacknase, ich lauf hier oben, weißt du, ganz normal, ganz gechillt. Guckt er mir so. Was ist das für ein asoziales Benehmen? Obergeschoss, zwei Leute. Ja, zwei auch direkt da vor eurer Nase. Ich hab ihn eingeschossen, ja, einen erwischt. Boah, scheiße, Claire hat mich. Zweiten erwischt. Sauber, Mann. Durch das Loch, das du geschlagen hast, habe ich die hinter euch gerade weg. Nein. Ja, aber ich glaube, ein dritter traut sich nicht hierher. Weil jetzt haben sie es ja im Replay gesehen, wo die Schüsse herkommen. Ist, glaube ich.